Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ja, Alisa ist leider gerade nicht da, die ist in einem anderen Hotel, weil das ist kein normales YouTube-Video. Ich bin heute in Hamburg auf einem Canon-Event, wie man unschwer erkennen kann. Das Ganze geht erst jetzt los mit dem YouTube-Video, weil mein Zug hatte Verspätung, bla 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 bla. Jetzt ist das Ding, ich habe die Kamera schon ausgepackt und ich muss die euch mal zeigen. Alter, sie ist so geil. Also ihr wisst ja, wir haben da vorher mit dieser Canon GX7 haben wir gefilmt. Und jetzt haben wir eine neue Kamera und die hat so krasse Vorteile. Ich muss ehrlich sein, dafür hatte ich noch nie mal Zeit. Ich hatte nur Zeit, um diesen Riegel hier zu snacken. Ich hatte aber noch nicht mal Zeit, um die Verpackung hier aufzumachen. Das haben wir aber unten gemeinsam aufgemacht. Und da zeige ich euch jetzt mal, was da drin ist. Und zwar haben wir hier einmal die Kamera. Schaut euch einfach mal an, wie süß die aussieht. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie es aussieht, wenn man die hinstellt. Da klappt man dann einfach den Bildschirm so hoch. Und hier drunter versteckt sich einfach so ein Fuß. Man kann es einfach hier so hinstellen und kann sich einfach selber sehen und so filmen, so. Ist es nicht stark? Dann haben wir noch so ein kleines Säckchen dazu bekommen, ein Ladekabel. Das ist noch so eine extra Linse, die kann man dann auch ausprobieren. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Cut und dann sehen wir uns in der anderen Kamera. Also ich habe jetzt gerade mit meinem Handy gefilmt und jetzt gehen wir mal zu der nächsten Kamera über. Welcome back. Wir sind mit einer besseren Qualität denn je ausgestattet. Und damit wird das YouTube-Video jetzt fortgefahren und noch ganz viele weitere. Hoffentlich. Ja, es ist einfach so cool, dass man sich, also wir haben uns da vorher ja auch selber gesehen, aber sie liegt einfach besser in der Hand, weil das ist einfach, Form ist einfach besser. Stark. Wir gehen jetzt nachher nämlich noch essen und später gehen wir noch auf ein Boot. Ich nehme euch überall mit. Ich ziehe mich jetzt noch kurz um. Ich habe mir jetzt gar nicht so viel andere Sachen angezogen. Ich habe einmal John 4er an, dann habe ich eine Branded Cargo Hose an, ein Off-White T-Shirt und eine Lederjacke, noch eine Uhr, bisschen Schmuck. Das ist der Outfit of the Day. Let's go, ich habe Hunger, wir gehen jetzt essen. Wir sind jetzt in so einem Bus, die Belüftung ist absolut viel zu laut. Wir fahren jetzt zum Essen. Bus ist ultra voll. Dann haben wir einen netten Hamza. Hi. Ich bin Fifi und ich bin auch dabei. Rohan. Hallo. Wir sind im Restaurant angekommen. Mal gucken, was es gibt. Ich habe richtig Hunger. Suppe war sehr gut, die war mit Garnelen, das war krass. Jetzt haben wir so ein Zwischen-Taco, das ist so eine Zwischenspeise vor dem Hauptgang. So Friends, der Nachtisch ist angekommen, letztes Gericht für heute. Ich bin zwar noch hungrig, aber ich trinke nachher einfach mehr. Stabil, das wird jetzt probiert. Aber ihr kann das auch, oder? Sehr geil. Ja. Weiter geht die Reise, wir haben jetzt gegessen. Jalla, Abfahrt wieder in den Bus rein. Richtig viel Platz hier drin, ne? Jetzt geht's aufs Boot für 2-3 Stunden. Jetzt geht's aufs Boot, die anderen sind alle schon drauf. Hast du Bock? Gar nicht, nee, Junge, gar nicht. Die Sonnenbrille ist absolut überflüssig, gell? Das merkst du schon. Und Rohat, hast du Bock? Guck mal, Canon-Becher. Wow, Zauberroom. Oha, Alter, das ist krass. Mein wunderbarer Gitarristen Dennis Krüger. Wir sind hier aus Hamburg, spielen seit fast 10 Jahren zusammen. Also, echt? So wir haben auch Kontakt gesehen, ne? Ja, ich schon. So, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen. Es wurde schon angekündigt, wir werden jetzt dieses Schiff hier rammen und schauen, welches als erstes untergeht. Also wir sehen uns dann auf der anderen Seite wieder. Ciao. Gönnt euch mal, Junge, das ist geisteskrank, wie hoch das ist. So, mittlerweile ist schon dunkler geworden. Wir haben schon eine sehr romantische Stimmung mittlerweile, aber ja, wir fahren jetzt schon wieder zurück. Wie, du kennst das Lied nicht? Wie? Du kennst dieses Lied? Wir sind wieder angekommen am Hafen und jetzt geht's wieder zurück. Wir sind jetzt auch echt am Arsch, deswegen geht's jetzt direkt ins Hotel, ins Bett. Ich war jetzt noch schnell duschen und jetzt gehe ich schlafen. Ich muss morgen um 9 Uhr auschecken und um 9.30 Uhr geht's dann weiter zum Brunchen und dann geht der Plan weiter. Deswegen sehen wir uns. Deswegen sehen wir uns morgen wieder. Tag Nummer 2, es geht weiter. Ich habe gerade meine Haare jetzt gewaschen, muss noch Zähne putzen. Dann gehen wir erstmal dick brunchen. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja, safe. Robert hat gerade seine Eiran verschüttet. Warum? Gott zu strafen, weil ich diesen Eiran geklaut habe irgendwo. So, jetzt gibt es noch fetten Orangensaft. Fein.
Wobei nicht so fein, weil ich habe gerade Zähne geputzt. So, mein Kabel ist jetzt auch angekommen. Alter Junge, das ist ja viel zu groß. Alter, was ist das für ein Arsch hier, Junge? Crazy. Hier haben wir Antipasti mit bisschen Oliven, Overnight-Rose haben wir, ist auch vegan. Launi ist auch vegan. Truthahn-Salami, Reis und Weinblätter, kleine Gemüsebällchen. Eine Drachenfrucht. So, wir sind fertig, jetzt geht's wieder in den Bus und let's go zur nächsten Location. Hier sehen die Unterschrift eines jeden Schulen. Mein Name ist Bild 2020. Allein, was wir da in der Woche erlebt haben, da kann ich nicht überschreiben. So, ich habe mir gerade einen Fuse-Tee Wassermelone geholt und es ist das widerlichste Getränk, das ich auf der ganzen Welt jemals getrunken habe. Es schmeckt 0,0% nach Melone, es schmeckt einfach scheiße. Kommt einmal kurz alle mit. Schaut mal, ein wunderschönes Bild, das ich gemalt habe. Ist es nicht cool? Und davor habe ich auch schon eins gemalt, aber habe ich verkackt. Ich will nicht. Bisschen. Aber wow, das machen die wirklich sehr gut. Ich bin ein stiller Zuschauer. Das kannst du sehr gut. Danke. Das war schon mein Leben lang. Wir sind fast fertig jetzt. Wir wollen kurz gucken. So, und jetzt übersprühen wir unser Bild. Die Farbe mit den Pigmenten eben ein bisschen vermengt, sonst kommt dann nur Wasser raus und malen nur so eine Glühwurst und so, das Ding einmal schütteln. Und dann geht's eigentlich los. So, ihr seht, wenn ich jetzt einmal so mache, dass die Farbe wie so ein trichterförmig, so ein Trichter nach außen reißt, dann das immer. Aber hallo. Immer. Willst du mal was zeigen? Das ist er. So sehen Gewinner aus. Wir sind jetzt wieder am Bahnhof. Jetzt geht's wieder Richtung nach Hause. Jetzt 8 Stunden Flugfahrt, habe ich richtig Bock. Ich auch. Also ich hatte so Glück, ich habe gerade noch so einen Sitzplatz reserviert, weil sonst müssten wir jetzt so lange stehen, weil es ist so viel los hier. Jetzt nachträglich vor knapp einer Stunde oder so habe ich jetzt noch Plätze reserviert. Wichtig. Wir waren gerade vorhin noch beim Bäcker und jetzt, ich glaube, wir haben so richtig viele Sachen gekauft mit so belegte Sachen. Und jetzt ist einfach so ein Mozzarella und Lachsbrötchen. Hat es durch die Tüte durchgedrückt. Die Tüte ist aufgerissen. Ja, weil das so fertig war. Und jetzt ist alles aufs MacBook draufgegangen. Hallo. Endlich geschafft. Wir sind wieder zu Hause. Nicht so nah. Das ist nicht nah. Es ist trotzdem komplett dein ganzes Gesicht drauf. Aber so vor meinem Gesicht. Ja, und jetzt ist immer noch der ganze Kopf drauf. Was? Das ist so weit weg von meinem Gesicht. Ja. Stark. So, ich bin jetzt mittlerweile wieder zu Hause. Hab mich schon fertig gemacht. Das Event war auf jeden Fall sehr cool. Ich habe richtig coole Leute kennengelernt und wir haben auch richtig viel unternommen. Das war sehr, sehr schön. Und ja, ich bin gespannt, was wir mit der Kamera alles so für Aufnahmen machen werden. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Der Kamera haben wir noch einen Vlog gedreht, der kommt dann wahrscheinlich die Tage online, weil ich habe mich ja noch mit Alisa dann getroffen in Hamburg. Der wird dann auch noch online kommen, den müssen wir nur noch schneiden. Und ansonsten war es das mit dem YouTube-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War mal ein bisschen was anderes, so ohne Alisa. Das nächste ist aber wieder mit Alisa. Yes, dann sehen wir uns im nächsten YouTube-Video. Ciao.